Wir können die statische Kennlinie nun nutzen, um die Stellgröße zu bestimmen, die wir brauchen, um eine bestimmte Regelgröße einzustellen. Als Beispiel, wenn wir eine Lampentemperatur von 35 Grad brauchen, dann müssen wir eine Spannung von ungefähr 8 Volt an die Lampe legen. Wer bis jetzt gut aufgepasst hat, wird an dieser Stelle sagen, Stopp! Das ist doch nichts anderes als eine Steuerung. Richtig. Uns interessiert eigentlich der Fall, wenn wir 8 Volt anlegen, die Temperatur der Lampe aber trotzdem keine 35 Grad beträgt. Wie kann uns die Kennlinie dann helfen? Schauen wir uns den einfachsten Fall an, eine lineare Kennlinie. Wenn wir die Stellgröße y um einen kleinen Betrag Delta y erhöhen, steigt die Regelgröße x um den Betrag Delta x. Der Arbeitspunkt verschiebt sich dann von Arbeitspunkt 1 nach Arbeitspunkt 2. Um wie viel sich Delta x genau verändert, hängt von der Steigung der Geraden ab. Wenn wir die Steigung unserer Kennlinie also kennen, dann können wir ziemlich genau sagen, um wie viel die Regelgröße x steigen oder fallen wird, wenn wir die Stellgröße verändern. Und wie ermitteln wir die Steigung? Richtig, Steigungsdreieck zeichnen. Dann den Abschnitt auf der Ordinatenachse, das ist die Achse, auf der die Regelgröße aufgetragen ist, teilen durch den Abschnitt auf der Abszissenachse. Das ist die Achse, auf der die Stellgröße aufgetragen ist. Die Steigung der statischen Kennlinie wird als KPS bezeichnet. Dabei steht K für Konstante, P für Proportional und S für Strecke. Bei einer Geraden ist es egal, wo wir das Steigungsdreieck anlegen. Das Ergebnis ist immer gleich. Noch ein kleiner Hinweis, KPS ist nicht einheitenlos. Es hat die Einheit der Regelgröße geteilt durch die Einheit der Stellgröße. In unserem Fall ist das Grad Kelvin pro Volt. Was bringt uns KPS? Stellen wir uns vor, es liegt eine Versorgungsspannung von 8 Volt an unserer Lampe an, aber statt der zu erwartenden 35 Grad stellen sich nur 34 Grad ein. Klar, die Spannung muss erhöht werden, aber um wie viel? Da kommt KPS ins Spiel. Ich kann die Formel umstellen nach der Stellsignaländerung Delta Y. Wenn ich mit Hilfe von Messaufnehmer, Umformer und Vergleicher also feststelle, dass die Lampentemperatur um 1 Grad erhöht werden muss, dann kann ich anhand der Formel bestimmen, um wie viel die Lampenspannung steigen muss. Und wenn wir die Regeleinrichtung mit dem KPS der Strecke füttern, dann kann sie diese Aufgabe für uns erledigen.